Schutzmänteln, die von Passanten mit Baseballschlägern verprügelt werden, blutverschmierte Menschen, die wie Fleischpackungen in Plastik eingeschweißt sind, berühmte Damen, die keine Kleidung, aber dafür den Schriftzug lieber nackt als mit Pelz tragen. Kontroversiell, schockierend, aufreizend, in jedem Fall aber auffallend sind die Aktionen von PETA, der Tierschutzorganisation People for the Ethical Treatment of Animals. Um gegen die Verwendung von Pelzen und Leder in der Modeindustrie zu protestieren, schrecken die Aktivisten vor kaum einem Mittel zurück. Seien es lautstarke Störaktionen in Geschäften, bei Modeschauen und auf der Straße, sei es die Veröffentlichung von heimlich gedrehten Videos bei Tierversuchen. Mastermind der Aktionen ist Dan Matthews, der jetzt seine Biografie Respect herausbringt. Wir haben ihn aus diesem Anlass in New York getroffen. Auch wenn der amerikanische Sender NBC die Ausstrahlung dieses Werbespots abgelehnt hat, gibt es wohl keine Organisation, die uns vegetarische Kost schmackhafter macht als PETA. Weltweit die größte Tierschutzorganisation. Gleichzeitig stellen die Menschen für die ethisch-moralische Behandlung von Tieren nicht nur die Pharma- und Kosmetik, die Unterhaltungs- und Modeindustrie an den Pranger, sondern sie wollen uns auch generell den Appetit an Fleisch- und Tierprodukten gründlich verderben. Wir glauben, dass es nur einen Grund gibt, ein Tier zu töten, nämlich aus Selbstverteidigung. Die Methoden, mit denen Tiere getötet werden, sei es für deren Häute, deren Fleisch, die Art und Weise, in der sie in der Unterhaltungsindustrie missbraucht werden, Affen für Werbung oder exotische Tiere in Filmen, wir finden das unnötig und unzivilisiert. Für uns sind Tiere unsere Nachbarn auf diesem Planeten. Lieber nackt als im Pelz ist PETAs wahrscheinlich bekannteste Werbekampagne. Die Idee dafür stammt wie viele andere auch von Dan Matthews. Die immer wieder von Feministinnen geäußerte Kritik an sexistischen Motiven wehrt Matthews ab. Ich glaube, da verwechseln einige sexistisch mit sexy. Und wenn Sie sich unsere Sexy-Kampagnen ansehen, werden Sie sehen, dass wir sowohl den weiblichen als auch den männlichen Körper einsetzen. Wir werben ja dafür, dass man sehr viel Stil haben kann, ohne Tiere zu töten. Und das sieht natürlich viel besser aus, wenn wir sexy aussehende Menschen in unserer Werbung verwenden. Oder wenn wir Veganismus mit Stars wie Pink oder Pamela Anderson bewerben, die dynamisch sind, einen schönen Körper haben und eine gute Anstellung, ohne Tiere zu essen, dann streichen wir das hervor. Das ist Teil unserer Arbeit. Wir sind eine Lifestyle-Organisation, die mit Sex oder mit Humor wirbt, genauso wie das viele andere tun, die ein Produkt bewerben. In Respekt beschreibt Dan Matthews sehr unterhaltsam seine Erlebnisse bei PETA. 1980 gegründet, war das ein Verein mit rund einem Dutzend Mitgliedern. Heute ist es eine schlagkräftige Organisation mit 2 Millionen Tierschützern. Weltweit bekannt, vor allem durch aufsehenerregende Aktionen wie diese. PETA-Aktivisten besetzen die Zentrale von Modeschöpfer Gautier in Paris und beschimpfen ihn als Mörder. Die Gautier-Mitarbeiter sind geschockt, die Presse liebt es. Und es ist nicht die erste Aktion, bei der Dan Matthews verhaftet wird. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber als PETA Schweineschlachthöfe und Legebatterien mit Konzentrationslagern verglich, ging das nicht nur einigen jüdischen Organisationen zu weit. Ich bin als Jude aufgewachsen und in eine hebräische Schule gegangen. Und vom Horror der Konzentrationslager zu lernen, war natürlich schrecklich. Aber ich denke, wir sollten das nicht als Geschichte oder Trivialwissen betrachten, sondern es sollte uns anregen, darüber nachzudenken, was die Holocausts unserer Tage sind. In den 1930er und 40er Jahren hat die New York Times nicht einmal über den Holocaust geschrieben. Dieser wurde erst nach oder kurz vor dem Ende des Krieges als Tragödie angesehen. Und ich habe Geschichte studiert, bin also immer sehr sensibel, wenn es darum geht, diese Dinge einem Massenpublikum bewusst zu machen.
Manchmal denke ich, muss man Menschen eben provozieren, um die Gräuel der Gegenwart zu erkennen. Nicht immer ist es Provokation. Gleich neben den Zelten der New Yorker Fashion Show im Februar wird ein neues, geheim aufgenommenes Video über die grausamen Praktiken von Pelztierfarmen präsentiert. Gastgeber ist Modeguru Tim Gunn, der als Leiter der Modeklasse einer angesehenen Designschule Peter eingeladen hatte, die Studenten über die Verwendung von Pelzen aufzuklären. Der Verband der Pelzhändler hat mich gewarnt, dass das böse wäre, wenn ich Peter einladen würde und dass man aufhören würde, mit der Schule zu kooperieren. Meine Antwort war: gut so. Viele Modeschöpfer sind mittlerweile auf Kunstpelze umgestiegen, sei es aus moralischen Gründen oder weil die Aktionen der Peter dem Geschäft zu sehr schadeten. Andere haben Peter versprochen, der Verwendung von Pelzen abzuschwören, es sich dann aber doch anders überlegt, wie zum Beispiel Giorgio Armani. Peter reagierte mit Protesten bei der Eröffnung eines neuen Stores des italienischen Star-Designers in New York und schaltete ganzseitige Anzeigen gegen den Lügner. Ob Fisch, ob Fleisch, wenn es nach Peter geht, sollten Tierprodukte komplett aus der Nahrungskette des Menschen verbannt werden. Vegetarismus oder besser gleich Veganismus sei die einzig richtige, gesunde Ernährung. In den USA, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung an Fettleibigkeit leidet, scheint der krasse Aktionismus von Peter manchmal mehr Aufregung als Umdenken zu bewirken. Obwohl es Peter einem relativ leicht macht, Vegetarier zu werden, die Organisation verschickt Handbücher zum Start ins fleischlose Leben und das weltweit. Egal ob in der Mode-, Pharma- oder Kosmetikindustrie, feststeht, dass es sicher Peter zu verdanken ist, dass heute weniger Tiere getötet oder gequält werden. Dan Matthews' Werbeideen werden auch weiterhin kontroversiell bleiben. Wie dieser Spot, der dafür kritisiert wurde, dass er Gewalt gegen Frauen verharmlost. Den meisten Menschen, die selbstsüchtig sind, geht nur das eigene Leid nahe. Nicht das ihrer Freunde oder Nachbarn, geschweige denn das Leid von Tieren. Aber wenn die Gewalt gegen sie selbst gerichtet ist, dann wirkt das vielleicht. Respekt nennt Dan Matthews seine Autobiografie, auf Deutsch ist sie im Atrium Verlag erschienen. In der letzten